Frauen sind viel opportunistischer, als sich die meisten Männer vorstellen können. Also ich habe echt von soliden Typen Geschichten gehört, dass sie fremd ging oder ihn sitzen ließ, genau im Moment, als er krank wurde, als er seinen Job verlor oder als er eine Beförderung nicht bekam. Kannst du Frauen aber wirklich dafür verurteilen? In letzter Hinsicht kannst du das nicht mal. Denn sofern sie Optionen hat, fragt sie sich eigentlich sowieso rund um die Uhr, ob du das Beste bist, was sie haben kann. Hypergamie existiert nicht, weil Frauen böse, hinterlistig oder gierig sind, sondern es existiert, weil Frauen durch Schwangerschaft und Mutterschaft angreifbar und verletzbar sind bzw. werden. Die einzigen, die sich über zu hohe Ansprüche und vermeintliche Geldgier bei Frauen beschweren, sind Beta-Männer. Amigo, du bist gut beraten, wenn du Frauen und Männer als biologische Wesen anerkennst. Wesen, die beide Interesse daran haben, Leben zu erhalten und weiterzugeben.